Heute ist Samstag, der 24. August, mit 38 Grad im Schatten mittags. Und ich bin in der Quarantäne hier beim Marzi, den wir ja kürzlich von der Kette genommen haben. Und der jetzt hier 14 Tage lang warten muss, bis er zu seinen Impfungen kommt. Und natürlich hat er keine Kette mehr, sondern ein nettes Halsband, um ihn rauszuführen. Und das ist die Quarantäne, die hier desinfiziert wird. Und ein weiterer Kandidat, der jetzt einen Namen bekommen hat. Benno heißt er und ja, er ist jetzt auf der Suche nach einem Zuhause. Hier seht ihr die Astra. Astra ist mit Charlie, auch einem Neuzugang, jetzt zusammen. Und natürlich würden sich beide freuen, jeder getrennt auf ein Zuhause. Die braunfällige Susi und die Rosi sind beide Neuaufnahmen des heutigen Jahres, des Frühjahres und ebenfalls warten sie. Hier seht ihr mich mit Döme. Döme ist ein Langsitzer, wartet immer noch auf ein Zuhause und wir hoffen, das geschieht bald. Hier ist der Fritzi in der Hitze, zurückgezogen im Schatten und auch hier der Phönix. Alle Hunde sind wirklich schachmatt in dieser Hitze und hier ist der Cody, der entsprechend seinem Temperament und seiner Verzweiflung hier auch mal sein Wort erhebt. Hier seht ihr den Mischi und auch den Pischti, unsere Mitarbeiter, die sich einer ganz schwierigen Aufgabe auch stellen müssen, nämlich immer wieder mal den Abfluss zu reinigen, den Kanal zu reinigen von Schlacke, von allen möglichen Dingen, die halt in einer Quarantäne und auch sonst wo anfallen, wenn man eben putzt, aber der Mischi schafft das. Oreo ist ein sehr schönes Beispiel für eine tolle Vermittlung in Ungarn. Oreo wurde heute abgeholt und nach Hause gebracht. Bonifaz, unser schwarzer kleiner Liebling, der auf Pflegestelle in Ungarn ist, eine Dame, die dem Tierheim hilft. Der Bonifaz wartet immer noch auf Anfragen. Der herzige Kerl ist jetzt 5 Monate alt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Gute, bis morgen.